Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Servus und herzlich willkommen zurück, ihr kleinen und großen Geister da draußen vor dem PC. Handy, Laptop. Wir spielen immer noch Edna und Harvey, Harveys neue Augen. Part Nummer 29. Letztes Mal haben wir das Phantom ausgetrickst, indem wir uns Alfred gebastelt haben. Und jetzt wollte er ihn umbringen und jetzt haben wir einen Schlüssel und. Wir können weitermachen. Lily, oh Gott. So ein Glück. Wir hatten schon Sorge, du wärst auch erwischt worden. Der Doktor ist vollkommen übergeschnappt. Er will uns alle zu willenlosen Marionetten machen. Sieh nur, was er der Oberin angetan hat. Oh. Hallo, Lily. Schön, dich zu sehen. Aber was treibst du bloß hier? Mitten in der Nacht. Haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Das sind so ungezogene Kinder. Du hingegen warst immer so brav. So brav. Es tut mir leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt, dank Dr. Marcel, bin ich auch ein artiges Kind. Komm, Lily, setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignoriere sie einfach. Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Okay. Oh, oh. Habe ich dich endlich. Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnosepuppen voranzutreiben. Schon sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern. Aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben. Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnosetherapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Ja, genau. Ja. Oh. Oh. Ich schau mir den Apfeleimer an. Lily zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lily gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das Augen? Harveys alte Augen. Na, ernsthaft? Wir werden uns jetzt halt Harvey zurückverwandeln. Ja. Edna und Garrett waren gefesselt. Lily war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Du musst uns befreien, Lily. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Wenn wir sie doch nur irgendwie aus ihrer Trance holen könnten. Mhm. Edna und Garrett, Lily. Kennen wir schon? Ich freue mich ja so, dich zu sehen, Lily. Ich würde dich ja umarmen, aber... Naja, diese Woll-Version eines H.R.-Geiger-Albtraums schränkt meinen Handlungsspielraum etwas ein. Können wir diese rührende Wiedersehensszene auch später verschieben? Erst einmal brauchen wir einen Plan, wie wir hier runterkommen. Deine Mutter braucht einen Plan. Meine Mutter hat einen Plan. Zum Beispiel, mir einen Sinn für die Realität zu vermitteln. Was ist der Plan deiner Mutter? Ach, ich vergaß. Du hast ja gar keine Eltern mehr. Boah, wie fies. Deine Mutter. Oh, Lily hat recht. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Einverstanden. Schnösel. Deine Mutter. Naht. Die Polsterung war zerrissen. Was war hier vorgefallen? Rebellion? Also wo ist denn eigentlich meine Stricknadel hin? Lily kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Allerdings fehlte noch etwas, um diesen Plan umzusetzen. Nadel eben. Schauen wir mal, wir dürfen spitze Gegenstände benutzen. Das ist ja eben gleich eine Nadel, klar. Lily mochte Nadel. Einmal hatte sie sogar heimlich eine aus dem Haushaltsunterricht mitgenommen. Sie verwahrte sie sicher in den Ritzen ihrer Matratze und holte sie nur nachts heraus. Ja, das kennen wir schon irgendwo. Gut. Was noch? Harry-Puppen, Türe.
Harvey-Puppen mal angucken. Dr. Marcel plante, in Massenproduktion zu gehen. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Boah, der blinken alle Augen. Ist geil. Du sollst nicht geil, da auch. Hier auch, überall. Nochmal. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Das kannst du jetzt aber wissen. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Allerdings fehlte noch etwas, um diesen Plan umzusetzen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Lass sie lieber dich benutzen. Herr, wie bitte? Perfekt. Ah. Jetzt hatte Lilly Nadel und Faden. Hier hast du Nadel und Faden. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Sie machte einen ersten Stich. Ja. Okay. Okay, ah ja, okay, und jetzt hat verbinden. Lilly zögerte. Zu oft hatte man ihr gesagt, dass sie nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte. Aber was hatte sie schon zu verlieren? Sie würde es wohl darauf ankommen lassen müssen. Was machst du? Lass das. Du tust mir weh. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Das hat keine Wirkung auf mich. Du sollst mich an meinem fusseligen Hintern kraulen. Ha! Huh. Yeah. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder der Alte. Harvey, bist du es? Und da ist ja auch Edna. Los. Lass uns etwas anzünden. Und damit zum Mond fliegen und es anschließend aufessen. Na los, Lilly. Worauf wartest du? Nehmen wir die Bude auseinander. Yippie! Ja, lass uns sie alle töten. Okay. Ach ja. Ach ja, es ist eine Freude. Harry ist wieder da. Obwohl ich den ersten Teil nicht gespielt habe, aber ich kann es mir so vorstellen. Okay. Die Oberin stand offenbar unter dem... So würde sie kein... Lilly ertappte sich dabei, dass sie sich die alte, strenge Ober... Sprech mal einfach nochmal mit ihr. Komm, Lilly, du kannst mir helfen. Wir sind so brav. Die Oberin, so würde sie Lilly... Das ist immer das Gleiche, okay? Das ist die einzige Waffe, die ich habe. Konnte Lilly der Oberin auf diese Weise helfen, ihre Blockaden zu lösen? Zitternd zog sie an der Schnur. Du sollst jede Menge Leute ärgern. Boogie. Du sollst sie mit dem Messer ärgern. Boogie. Du sollst sie alle anzünden. Okay, na, ich hab's gedacht. Hey, du auch hier. Cool. Was ist das? So eine Art Kampf? Weniger reden, mehr kämpfen. Ja, fett. Es ist ähnlich, ja, auch ein Rollenspiel. Guck mal. Es ist cool hier. Das ist unsere Armee. Wir können flüchten. Wäre dumm. Alle unsere Harveys, die wir hier haben, haben 15 Lebenspunkte. Wie auch die anderen Harveys haben alle 15 Lebenspunkte, immerhin. Jetzt seid ihr am Zug. Duell. Eine eurer Harvey-Spielfiguren auf der rechten Seite, danach die Aktion aus der Liste unten links und schließlich das Ziel der Aktion. Beachtet die Anweisungen im Aktionsfenster, um zu entscheiden, welche Aktion ihr ausführen wollt. Jeder Harvey hat im Normalfall eine Aktion pro Runde. Aber Vorsicht! Die Harvey-Dämonen werden sich zur Wehr setzen. Das ist klar. Oh, mega fett. Aber sie hat ja auch, sie schaut so cool aus. Ist so fett, die Alte. Wir haben überhaupt keine Lebenspunkte. Wir sind unsterblich. Okay. Den Feuer-Harvey auswählen. Okay, wir müssen jetzt ja praktisch die vordere Front besiegen. Ich denke mal, den Ort Harvey auswählen würde ich gegen den Mendigo auswählen. Also erstmal wählen.
Combo. Was? Oh Gott. Warte, wo? Angreifen, Magie. Combo, Combo. Schussattacke, Mega, Dauerfeuer, Drift bis zu 5 Gegner. Oder Grenzposten schützen bis 3 HVs. Können wir mal auswählen? Das ist der erste Verbündete. So, das haben wir doch gemacht. Und dann gegen ihn. Hä? Ich habe doch den Verbündeten gewählt. Okay. Das ist doch der hier. Schutz. Okay, gut. Und jetzt gegen den Wendigo. Das sieht wirklich wie ein... Das sieht nicht aus wie ein Verbündeten. Okay. Schon geschützt. Achso, ich soll ja noch mehr schützen. Okay, dann schütze ich den noch. Und den hier. Okay. Du bist am Zug. Wähle einen der Harvey-Figuren aus. Okay, das ist jetzt blockiert. Was, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Oder? Ich will jetzt den einfach mal aus. Wir attackieren einfach jetzt mal. 13. Der Schneemann schützt seine Verbündeten. Das ist ja cool. Angriff gegen, ja, mal den Chin. Wir machen sehr wenig Schaden. Okay. Wer wurde jetzt angegriffen? Der Alkohol-Junkie. Das ist nicht, das ist lustig eigentlich, aber auch ziemlich viel zum Denken. Aber ich habe jetzt halt, ich vergeude hier meine Züge anscheinend hier. Alles klar. Irgendwie dumm. Der redet sogar auch noch. Ja. Was kann ich hier? Das war doch ganz gut. Oder? Warum geht das nicht? Weil er schon blockiert ist, oder wie? Wähle einen Verbündeten. Ja. Hier? Was habe ich gemacht? Ich glaube, geheilt wurden die jetzt. Und wir noch ein bisschen... Ich kann ja auch gar keinen mehr richtig auswählen, gerade momentan. Machen wir mal Angriff. Ich kann jetzt eigentlich nur noch die hier wählen, praktischerweise. Magie. Oh. Hier? Warte mal, ich mach's nochmal neu. Aber Lilly, du gibst auf? Wie erwartet. Du kannst mich in meiner eigenen Trance nicht besiegen. Das war unfair. Lilly hätte den Kampf doch gewonnen. Wie sollte sie die Blockaden der Oberin jemals brechen, wenn sich dieser Schiedsrichter andauernd einmischte? Wieso? Okay. Okay, das ging jetzt ein bisschen schneller. Okay, jetzt ist alles wieder da. Ja, ich hab's noch nicht so ganz raus, um ehrlich zu sein. Also, du bist an der Reihe. Ja, hab ich doch. So. Schussattacke mit doppelten Schaden. Ja? Gegen den Mendigo, komm. Au. Aber jetzt kann ich also nicht mehr kämpfen. Okay. Irgendwie ist das also ein bisschen sehr interessant, aber okay. Also, ich nehme jetzt den Feuer-Harvey.
Ich nehme mal Magie. Habe ich den jetzt ausgewählt? So. Ja. Magie. Auf den Schneemann. Wähle das zweite Opfer. Hä? Ja, machen wir so. Ach, ich kann zwei Opfer wählen. Ah ja, alles klar. Aha. Also das ist schon interessant irgendwie. Mhm. Ich nehme mal den hier. Mit der Schussattacke. Ach ja, kann ich nicht mehr wählen. Rauchzustand lässt einen HW dreimal handeln. Sehr interessant. Und jetzt wähle deinen Verbündeten. Okay. Also ich bin jetzt der hier. Doch Magie ausgerüstet. Dann kämpf halt auch. Oder? Magie. Wähle deinen Verbündeten noch. Okay. So. Warum noch mal einen Verbündeten wählen? Ja, dann nimm halt irgendeinen. Ist doch egal, oder? Ich hab's noch nicht so ganz raus. Wollte, dass du jetzt einfach mal angreifst. Okay, dann greif einfach mal an. Okay, was machen die da hier? Die Spinne schützt vor Schussattacken, okay. Und natürlich vor Hitzattacken. Aha. Dann das hier. Nahkampfangriffe, Laserschwert macht mehr Schaden. Okay. Kann ich aber jetzt nicht mehr wählen. Ich versuche jetzt mal einen erstmal wegzukriegen. Keine Ahnung. Hat es was getan? Tat es mir weh, ne. Grenzposten schützt bis zu 3 Havis. Propaganda lässt einen Gegner zweimal seine Mitstreiter angreifen und blockiert ihn. Das könnte man mal machen. Finde ich gut. Au. Okay, jetzt können alle wieder angreifen. Okay. Also müssen wir ja auch ein bisschen herauskriegen, wer wo wie was machen kann, ne? Also die Kombos sind sehr cool. Zum Beispiel hier, Schussattacken, mega Dauerfeuer, trifft bis zu 5 Gegner. Obwohl er jetzt natürlich geschützt hat, die Spinne schützt vor Schussattacken. Jetzt nichts mehr bringen würde, Rauchzustand. Lässt einen HW dreimal handeln. Das können wir machen. Und greifen den nochmal an. Ach, wähle einen Verbündeten. Das war nicht so geplant, glaube ich, jetzt, oder? Ah, verdammt. Feuerattacke, Megabrand. Was haben wir hier nochmal? Nahkampfattacke, ist doch nicht schlecht, oder? Mann, hat er immer noch einen Lebenspunkt mehr. Du, was kannst du eigentlich? Combo, Grenzposten schützt bis zu 3. Das war recht cool eigentlich. Jetzt ist er tot, ja. Ja, das ist mega spannend. Also sowas gefällt mir schon sehr gut. Wir können es natürlich skippen, ist klar. Das wollen wir aber jetzt noch nicht. Es läuft, ja, es läuft eben. Wir machen es jetzt mal so. Wir machen das hier, dass wir schützen können. Oder auch nicht. Was kann ich jetzt tun? Was soll ich tun? Doch, angreifen. Ich greife uns mal an. Mann, ist das verrückt hier. Magie. Probier's jetzt einfach mal. Wurde schon blockiert. Ja,
Hallo? Wähle ein Opfer. Wird schon blockiert, okay. Dann die Spinne. Ah ja, der Schutz ist jetzt deaktiviert, sehe ich gerade. Aber hier nehmen die auch ein paar DAPs zu. Mann, ist das eine Sache hier. Ich will einfach nur angreifen. So, jetzt nehme ich nochmal den Feuer Harvey. Wir greifen einfach an. Burn, baby, burn. Okay, jetzt können wir wieder alles. Oh, geilo. Ja, das ist irgendwie interessant. Hier, wir haben natürlich auch noch Lebenspunkte gerade noch. Der war ganz gut, Lügen Harvey. Lässt einen Harvey zuschlagen. Bringt einen Gegner kurz für dich zum Kämpfen. Wäre auch mal interessant. Ja? Mal ausprobieren. Wer kämpft dann für mich? Oder überhaupt jemand was? Ne. Kombo. Grenzposten schützt bis zu 3 Heavies. Naja, gut. Das fand ich immer gut. Nochmal den angreifen. Feuerschutz. Okay. Das ist nicht schön. Okay. Der Alkohol. Den kennen wir noch gar nicht so sehr. Feuerattacken. Megabrand. Okay. Rauchzustand lässt einen Harvey dreimal handeln. Probier's jetzt mal. Wähle einen Verbündeten. Ich nehme den hier. Aber dadurch habe ich jetzt eigentlich, glaube ich, meinen Zug verballert. Aber der kann jetzt dann dreimal handeln, glaube ich, oder so. Ist das jetzt richtig verstanden? Nahkampfangriff. Wähle ein Opfer. Wow. Aber hat nichts gebracht anscheinend. Oh, das ist nicht so gut gelaufen, wie ich es eigentlich wollte. Ja, lassen wir ihn einfach mal angreifen. Okay, der hat nur noch einen leeren Lebenspunkt. Ich mach noch ein paar Minütchen. Achso. Also der kann noch. Komm. Der nächste. Ey, das waren nur 2. Guck mal. Aber ich darf jetzt nochmal. Angriff auf den Chin. Nice. Der stirbt auf seine Wolke. Der Schneemann hat... Wir hatten hier noch 0 Punkte. Okay. Naja, gut. Es schaut noch gut aus. Wir nehmen ihn. Na, der Schutz ist noch aktiv. Angriff. Ja, gehen wir mal auf den Drachen zu. Ja. Okay. Ja, es ist lustig. Also wir machen einmal einen kompletten Spielzug durch. Wir nehmen das in die nächste Runde. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr eben dabei seid. Und schauen wir mal, ob wir es in der nächsten Runde packen oder nicht. Ansonsten skippen wir das Ganze und dann machen wir weiter. Ich bedanke mich bei Fresh.